Jo Leute, was geht ab zur neuen Folge von Wer hat's nochmal gedacht? Forza Horizon 7. Jo Leute, was geht ab zur neuen Folge? Wer hat's nochmal gedacht? Forza Horizon 4, ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Und heute spielen wir die Super 7. Ich will nicht sagen neuer Modus. Ich habe das Update, ja, ich will nicht lügen, aber gefühlt einen Monat jetzt, zwei Monate nicht runtergeladen, weil es richtig, richtig riesig war. Und hier bekommt man immer eine Reihe, also 7, Prüfungen, ähnlich wie Maps in GTA, aber noch viel cooler vorgestellt, die man dann, ja, in einer gewissen Zeit machen muss. Ich bin ziemlich gespannt, werden uns darauf einlassen. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Natürlich, lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da, lasst auch gerne einen Daumen da, falls es euch gefällt. Und schaut auch gerne auf Instagram, TikTok, Links sind alle in der Bio. Sorry für alle, die, ich freue mich extrem drauf und ich hoffe, wir schaffen alle 7, weil manche Challenges sind echt viel. Und echt langwierig und da musst du wirklich einmal querfeldein 12 Kilometer fahren. Manche funktionieren teilweise auch nicht, aber wir werden mal gucken. Hoffentlich schaffen wir alle heute. Hier unsere erste Mission präsentiert Broadway Race. Und fahre im Lotus Elise GT1 unter 1 Minute 15 Sekunden zum Ziel. Ich bin ziemlich gespannt. Und die Elise, die ist auch ich will nicht sagen Hure, aber... oh mein Gott, in 4 Minuten, oh mein Gott, die Elise ist einfach so hart, wir haben auch noch Winter. Der Jahreszeitenwechsel beginnt Gott sei Dank in 3 Minuten, aber wir müssen jetzt die ersten 1-2 Missionen schon noch im Schnee machen. Ah doch, wir haben schon Frühling, Alter, yeah, the snow is away. Aber wir haben nur 4 Minuten, ah scheiße. Ja, die Elise ist echt schwierig zu handeln und ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Wir müssen hier ein bisschen bremsen. Okay, es geht. Es geht. Aber die Kurven sind echt hardcore hier. Aber er hat schon eine halbwegs brauchbare Vollgasstrecke gebaut, muss man sagen. Ein Kilometer noch. Wir haben noch circa die Hälfte Zeit. Ja, jetzt geht es in die Stadt rein. Das ist... oh mein Gott. Ja, davon müssen wir safe abbrechen. Ja, egal. Das schaffen wir trotzdem. Die 15, die schaffen wir. Die Elise, ein cooles Auto. Und das war unsere erste Challenge, sage ich ja. Wenn es so einfach ist, dann läuft's. Also dann schaffen wir mindestens eine Reihe heute. Und wir gönnen uns zum Schluss unseren verdienten Wheel Spin. Aber falls es nicht geht, natürlich kann ich da auch nichts ändern. Weil manche Strecken, aber ich denke mal, ich bin da ziemlich gut. Man kann dann natürlich den Schluss auch gefällt nicht, weil es einfach eine Scheiße war. Aber natürlich... nächste Runde, nächstes Glück, hier in unserem zweiten, da, wieder eins, wir müssen wieder die Nummer 1 fahren, haben wir es nicht geschafft, Rambo Lambo Airtime, ja, da müssen wir nochmal mit diesem Lamborghini, hey, ich verstehe es nicht ganz, ich hätte gedacht, wir haben es geschafft, na gucken wir uns das Ganze nochmal an, okay, Rambo Lambo Airtime, okay, das ist gar kein Lamborghini, da heißt es einfach nur so. Skills and have fun in the Lamborghini LM. Doch, das ist ein Lamborghini. Wir müssen Skill-Punkte sammeln, denke ich mal. Was ich so rausgelesen habe. Das bedeutet, wir brauchen nur 16 Skill-Punkte und das in 4 Minuten. Das sollte schaffbar sein. Also ich glaube, die Skill-Punkte bekommt man allein nur durch diesmal, nur durch dass man diese hier scheiß Rampen hier benutzt, die ja richtig, richtig lame gebaut hat. 3 haben wir schon. Da kommt die nächste jetzt mal mit Vollgas. Jum. Oh mein Gott, das hat er, glaube ich, nicht so gemeint. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, yeah. 4 Skillpunkte haben wir gerade mal. Das ist nicht genug. Über den Super. So. Kommt man da wieder runter, oder was? Ja, man darf da wieder runter, lol. Da hat er auch eine Rampe eingebaut. Also er will sogar, dass man hier oben fährt. Okay. Oh mein Gott, ja, genau. Alles gut? Ist gut? Ja, okay, ist nicht so gut. Okay, war nicht so gut. Aber 9 haben wir eh schon und erst 30 Sekunden verbraucht. Also, alles im Lot. Jetzt kommt die nächste Rampe von der Scheiße mich an. Die sind nämlich echt riesig. Zack. Aber die haben wir mal perfekt hier genommen. Da kommt gleich die nächste. So wenig Skillpunkte fehlen nur noch. Okay, durch jeden Sprung schafft man mindestens... oh mein Gott, wo geht denn die hin?
Oh mein Gott, ich will nicht sterben, ich will nicht... Und das geht safe das Auto. Nach jedem Sprung, das heißt, ich könnte einfach die lähmsten Sprünge nehmen. Oh mein Gott, ja, das Auto ist tot. Das Auto hat gar kein Gaspedal mehr. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch. Zack. Ja, okay, man bekommt sogar durch solche epischen Sprünge richtig guten Skill. Zack. Oh mein Gott, zack. Perfekt. Zwei noch. Nein, ich will nicht wieder die große nehmen. Ich will nicht wieder die große nehmen. Wir gehen mal ein bisschen vom Gas runter. Ich hoffe, das Game merkt das nicht so unbedingt. Okay, nein, merkt es nicht unbedingt. Und jetzt kommt der letzte Sprung. Halleluja. Halleluja. Ja, das Game, das macht Bock. Wir hatten dann letztes Jahr wirklich eine gute Phase, wo es echt Spaß gemacht hat. Aber dann ist es irgendwie immer lähmer geworden. Und das war's schon. Achso, wir müssen den Zielort auch noch erreichen. Okay, ja, dann sollten wir uns jetzt mal sputen. Und unser Auto fährt nur noch 150 und wir haben noch 4 Kilometer für eine Minute. Ich glaube, das ist unschaffbar. Das ist unschaffbar. Okay, ja, perfekt. Das geht sich aus, mindestens. Das geht sich locker aus. Wir ziehen hier rüber, weil die letzte Rampe, die gönne ich. Ja, wir müssen hier das letzte Ziel nehmen. Perfekt und geschafft. 1 von 7. Ich weiß nur nicht, warum wir die vorhin nicht geschafft haben. Keine Ahnung, aber das gefällt mir. Nächstes, Easy Speed Camera. Erreichen Pagani Huayra B323 km/h in unter 2 Minuten. Das sollte schaffbar sein. Das ist ein schönes Auto, das kennen wir aber ehrlich gesagt schon, weil ich dieses Teil selbst auch besitze. Der Weihnachtsmann sagt uns einfach mal Hallo, hallo, ho, 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 in, ja, 10 Monaten ist Weihnachten. Und los geht's hier. Können wir den Topspeed schaffen? Ist das ein Biest oder nicht? 332. Boah, das wird schwierig. Ziel. Ziel, 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 Ziel. Wir haben sie schon geschafft. Och, du heiliger Scheiß. Wir müssen mit dem Speed durch das Ziel fahren. Alter, wie soll das gehen? Alter, wie? Das Auto ist so unkontrollierbar jetzt schon. Das Auto ist wunderschön. Ja, gut. Wir haben den Speed mitgenommen. Locker geht sich das aus. Locker. Und durch. Dann sage ich ja, das sind halt so kleine lame Aufgaben. Da gibt's, ich hatte letztens einen X21-Parcours für alle GTA-Fans. Das ist natürlich was anderes. Aber so ist es echt lame. Also da bekommst du auch keine Stufen dazu. Ja, war trotzdem cool, weil das Auto macht Spaß. Aber da kommen die SpaceX-Autos dazu. Ich bin letztens mit einem Cyberpunk-Auto gefahren. Das ist einfach, oder mit einem Unimog, wenn du so, keine Ahnung, 200 Meter mit einem Unimog springen musst. Das ist halt funny. Aber das gibt's halt leider nicht immer. Und deswegen, ja, es ist halt blöd, echt, weil, ja, das ist, okay. Das ist natürlich mein privates Auto, No Front, das ist mein privates Auto. Ich will nicht angeben, aber das habe ich mir verdient. So, wieder die zweite, muss ich jede Stufe jetzt zweimal, nein, das ist jetzt das dritte. Hot Wheel Rush, drive fast and make it to the end in time. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nur vorm Start ins Ziel fahren und das in einer Folge geben. Bitte kein Schnee, bitte kein Schnee, bitte kein Schnee, bitte kein Schnee. Kann man sich auch die Jahreszeiten mit den Maps dazu? Würde mich interessieren. Ich habe nämlich noch keine gebaut. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare Vorschläge machen, welche Maps ihr so. Wir werden es probieren, hier rauszukommen. Alter, was ist denn das für eine Scheißgurken? Das geht nicht. Das sind halt wieder diese Maps, wo du dir denkst, das funktioniert sowieso nicht. Aber. Das ist so schlecht, Bord. Ich komme nicht drauf. Das geht nicht. Und das sind diese Maps. Man kommt nicht drauf, hat nur 1 Minute 50 Zeit. Und der Map-Bauer hat einen Schlaganfall bis zum Gehen. Na, wie soll ich denn 2 Kilometer... Ach, das macht gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Schaut euch das mal an. Ich baue eine Map im Schnee. Das geht nicht. Ja, wir müssen das Ganze leider... neu starten und dann einfach ins Ziel fahren. Ich hasse solche Maps, wirklich. Ich hasse es, wenn man... so eine beschissene Map baut. Das ist so ein unnötiger Dreck, wirklich. Man spawnt hier, kann nicht mal Anlauf nehmen, aber dann rasen wir bis zum Zielort. Ich weiß zwar nicht, was mich da oben erwartet hätte, aber es ist jetzt schon unmöglich, mit dem scheiß Auto hier zu fahren. Das ist so eine Scheiße, wirklich. No Front. Ich mag solche Maps, aber entweder hat es sich mit dem Auto vertan, Alter, ich rutsche jetzt schon. Das Auto ist zum Scheißen und die Mission genauso. Es ist einfach... so lame, Mann. No Front, aber das ist einfach scheiße, was du da gebaut hast. Es ist einzig und allein Kacke. Ich weiß nicht mal, ob ich es ins... Ich schaff's mit dem Auto einfach nicht.
Man kann mit dem Auto einfach nicht ziehen. Und 46 Meter vom Ziel. Und wirklich. Ja, Horizon 3 von 4. Das ist mit Abstand die schlechteste Map, die wir heute gefahren sind. Und das kann ich nicht ändern, wirklich. Also, Mann, mach mir den Gefallen. Lass es. Lass die Maps wirklich. Lass es gut sein. Ich gebe jetzt mal ein Like. Oh, okay, das hätte ich gar nicht machen. So, nächstes. Easy Speed Trap. Enjoy. Mit dem 126 mph in Mostly MT900 in less than 45 Sekunden. Okay, das heißt, wir müssen ein Speed wieder Pace gewinnen und dann in einer gewissen Zeit ins Ziel kommen. Das wird hoffentlich ziemlich simpel werden. Aber falls nicht, natürlich gebe ich dann... Wir waren 3 Stunden und 51 Sekunden durchgehend auf der 1. Viel, viel bessere und... Oh mein Gott, ist das Auto hässlich. Oh mein Gott, ist das Auto hässlich. Aber wir werden es probieren. Wir werden es probieren. Oh mein Gott, was bist denn du für ein Bauerntrampel? Mit 126 mph. Ich weiß leider nicht, was mph sind. Also es sind natürlich metaphorisch per Hour oder so. Meilen per Hour. Okay, das sollten wir locker schaffen. Der hat aber mal den richtigen Biss. Wir sind jetzt schon auf 200. Oh, ja, das fährt sich aber gut. Ja, bis auf das, dass ich mich verbremst habe, aber... Ja. Müssen wir nur ins Ziel rasen, oder was? Rase zum Blitzer, okay. Wow, 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 wow. Wow, was hat er mit dem Motto gemacht? What? Oh, man darf nicht... Nein, man darf nicht respawnen. Okay, man schafft's. Ich glaube, der hätte 303 schreiben sollen, weil 203, ich hätte da runter fahren können, aber wuh, das bekommt safe ein Däumchen um. Das Auto lernen, wie geil das Auto ist, das fährt sich ja wie auf Schienen, Alter. Mega, richtig gut. Und wir holen uns auch, ja, wir liken das mal, weil das hat richtig Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe natürlich, dass wir da auf die 10 Minuten kommen, weil ein Auftrag dort echt nicht lang. Und nein, natürlich, das ist natürlich nur... Things. Aber es ist mega cool und da kommen noch immer wieder verschiedenste Maps. Ja, es ist ein bisschen Call of Duty Ersatz auch für den Montag, weil es hat einen 10GB Update genau an dem heutigen Tag gegeben und ich kann nur heute Call of Duty aufnehmen. Aber Launch der Ferrari F599XX as far as you can in under 1 minute. Okay, wir müssen so schnell wie möglich in 1 Minute 53 fahren. Und das, Leute, wird schaffbar sein. Ich hoffe es natürlich. Es wird hoffentlich schaffbar sein. Ich freue mich mega drauf. Und wie gesagt, abonniert den Channel gerne. Lasst gerne Daumen oben. Dann schaut vor allem gerne auf TikTok und Insta vorbei. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Und morgen ist auch Livestream. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Würde mich wirklich freuen. Ich habe sogar am Anfang eingeblendet, wenn ihr vorbeischauen würdet. Wir machen einen alten Coop-Stream auf der PS3. Und natürlich auch vieles mehr. Also seid dabei. Ja, Launch der Ferrari 500, den kenne ich gar nicht, den Ferrari 599. Ich kenne zwar den FXX, aber 599X, keine Ahnung, was das ist. Sieht ziemlich, ja, ich will nicht sagen hässlich aus, aber die Farbe, die ist nicht meins. Fahre zum Gefahrenschild und übertriff dein Ziel. Wir müssen über 600 Meter fliegen. Das ist schon mal eine Ansage auf jeden Fall. Also über einen halben Kilometer, das Schwierigste wird werden, hier durchzukommen. Das schaffen wir mal, aber sowas wie vorhin. What the fuck? Die schaffen wir nie im Leben. 500 haben wir gerade. 500. Ja, Mann! Yeah! 680! Das ist... Ja, mega. Das ist mega, aber richtig gut. Aber das sind so lame Aufgaben, wirklich. Ich würde noch einmal gerne mit einem... Ich bin das letzte Mal mit dem FXX 12 Kilometer einmal durch die ganze Map gebrettert. Und das war... funny. Wir liken das mal, das hat nämlich Spaß gemacht. Das Auto war zwar hässlich, aber es hatte mega Speed und wir sind fast durch mit den Maps. Vorletzte Ramp Test Klo. Ich glaube, das ist nicht unsere Sprache. Wir müssen mit einem Porsche auf jeden Fall fahren, aber ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist. Ja, Min, den Ramp Test Klo. Das ist nicht unsere Sprache, das ist keine Ahnung. Ich verstehe die Sprache nicht, aber das wird dann eh am Anfang am Ende hoffentlich stehen, was zu tun ist. Gut, das ist ein cooler Porsche, auch ein schönes Design. Erreiche den Zielort und erziele vor Ankunft eine Fähigkeit von. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man Fähigkeitspunkte. Achso. Was sind Fähigkeitspunkte?
Sind das die 4000 da oben? Das wäre mega. Okay. Gut, 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 gut. 30 Minuten? Wer braucht denn 30 Minuten für so viele Fähigkeitspunkte? Gut, allein wenn ich einen Turn. Das Auto ist echt cool. Gucken wir uns das Auto mal ein bisschen an. Hier eine Car Review. Mega geiles Car. Mega geil. Ja, ich hätte es doch mal gerne weggekriegt, aber egal. Gut, wir haben eh schon über 10.000 Punkte. Ich würde mal sagen, wir begeben uns ins Ziel, weil das ist wirklich die lameste Challenge, die ich jemals gesehen habe. Ich hoffe, 7 von 7 hat nochmal was Cooles beisammen, weil das ist echt beschissen gewesen. Also, das hat gar keinen Spaß gemacht. Bekommt, gibt zwar richtig viele Einfluss immer, aber ach man, zu knapp von den 30.000. Ja, das gefällt mir nicht. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Das letzte. Jump, launch the Ferrari 599 schon wieder, as far as you can, under 30, ach man, das ist ja wieder so eine lame Challenge, wieder nur 30 Sekunden und dann war's das, Leute, aber vielleicht hat er was Cooles eingebaut, weil diese Challenges heute, die können noch besser werden, seid gerne am Montag dabei, abonniert dafür den Channel gern, lasst gerne ein Däumchen rum, das heißt, wir fahren diesen Zeug da rum, okay, gucken wir jetzt, wow, Alter, der hat das Auto aber richtig getuned mal. Los geht's! Wer da als das Zielort springen? Als das Zielort springen? Oh, 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 so! Ja, immer diese Kurve hier. Oh, er hat sogar. Boah! Wie viel der hat? 400. Das wird sich nicht ausgehen. Das schaffe ich nicht, oder? Nein, doch, geht's überhaupt. 460! Und das war's für heute. Das war's auch für heute, würde ich mal sagen. Wir gucken uns mal unser Geschenk an, das wir bekommen haben. What? Eine Porsche 917 LH freigeschaltet. Okay, den sage ich mal, da sage ich nicht nein dazu. Vielleicht gibt er sogar ein bisschen was. Bekommen einen Wheelspin, den würde ich nämlich auch gerne drauf machen. Aber 30.000 sollte es auch geben. Ja, 30.000 gibt es auch. Und ja, 30.000 Münzen freigeschaltet. Ja, und da gibt es sogar ein cooles Auto. Leute, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne euch hin, oder? Kommt gerne am Montag nochmal vorbei. Da fahren wir noch eine Runde. Und wir schauen mal, vielleicht bekommen wir da bessere Maps. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.